Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge God of War. Wir sind im See der Neuen. Ups, das war die falsche Seite. Wir wollen uns noch umschauen, bevor wir da reingehen. Rudere bis zu den Statuen der Ruder und dann zwischen ihnen hindurch. Ja, bevor wir hier das alles machen, schauen wir uns nochmal um. Da oben sehe ich einen stehen. Mimir, warum hat Freya dich eigentlich angesprochen? Naja, größtenteils gibt sie mir die Schuld an ihrer derzeitigen Situation. Und nicht vollkommen grundlos. Genug, keine Geschichten. Nicht, wenn wir laufen. Wir konzentrieren uns auf den Weg. Verstehe ich voll und ganz. Ich erzähle später weiter. Da komme ich nicht hoch. Hier kam ich vorher nicht nach hinten, ne? Jetzt kannst du weitererzählen, wie du möchtest. Oh, Lebensbaum. Warum hat Freya dich eigentlich angesprochen? Naja, größtenteils gibt sie mir die Schuld an ihrer derzeitigen Situation. Und nicht vollkommen grundlos. Ob wir dauerhaft im Zweier. Es geht alles auf den großen Krieg zwischen den Asen und den Warnen zurück. Davor waren Kriege ein Kinderspiel für die Asen. Doch die Warnen hatten sich als ebenbürtig und ebenso verheerend erwiesen. Beide Seiten erlitten große Verluste. Und für viele von uns war der Krieg kein Spaß mehr, sondern eine sinnlose Vergeudung kostbarer Lebens. Findest du nicht auch? Ganz genau. Genug war genug. Und schließlich beschloss Odins genialster Berater, einen aufgeklärten Weg zu finden. Er begann, Frieden zwischen den Göttern auszuhandeln. Weißt du was? Ich erzähle sie dir später. Ohne Schlüssel kommen wir da nicht rein. Ja, aber ich möchte hier nur das Ding hier einmal freischalten. Die Tür interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich möchte hier eigentlich wieder raus, weil vorne war noch eine Anlegestelle. See der Neuen. Hier. Du hattest doch eine Geschichte gehört. Und wie wollte dieser Berater von Odin den großen Krieg beenden? Wir machen später weiter. Junge. Ja. Noch eine von diesen Karten. Hey. Leben auffüllen. Alter, wie wenig er verliert, ne? Er verliert echt wenig Leben. Ja, wiederbeleben. Geil.
Er hat einen Heilungsstein gefunden, das ist schon mal gut. Wow. Ah. Yes, sir! Ja, er ist down. Ich pock's nicht. Oh, das hat ganz schön lange gedauert, den zu töten. Ja, hoffentlich war es das jetzt auch wert. Mach kaputt. Und? Hey, ein Sprachschiff. Wir sollten weitersuchen. Die Welt Nilfheim freigeschaltet. Okay. Das hier auch nochmal hier schnell aktivieren als Tür. Ah, ich kann den nur zu Broxler. Stimmt. Das kann ich bestimmt aber später noch in andere Richtung. Jetzt habe ich aber nicht, dass er drin freigeschaltet, oder? Nee, das Northriklam. Nee, ist noch zu. Ymir, du hattest doch eine Geschichte begonnen. Und wie wollte dieser Berater von Odin den großen Krieg beenden? Es brauchte viel Überzeugungsarbeit, doch schließlich stimmte Odin zu, seine tödlichste Gegnerin zu ehelichen. Eine gewisse Wahnengöttin, die nicht nur wegen ihrer Schönheit berühmt war, sondern auch wegen ihres Talents für eben jene Wahnenmagie, die Odin schon so lange meistern wollte. Freya und Odin? Warum tat sie das? Sie brachte das Opfer, um ihr Volk zu schützen. Ein selbstloser Akt der Liebe. Wahrlich, sie verdient etwas Besseres. Aber natürlich war das noch nicht die ganze Geschichte. Die Frau von Odin. Hey Troll. Mach dich bereit. Level 6, Alter. Ich bin tot. What the fuck? Okay, probieren wir nochmal. Aber ich glaube, ich soll hier noch nicht sein. Der Troll ist ein bisschen aggressive. Dann geht's jetzt wohl los.
Taktischer Rückzug haben wir nicht. Das ist nicht in meinem Arsenal vorhanden. Entschuldigung, Herr Troll. Ja, ich werde es nur noch einmal probieren und dann werde ich es in Ruhe lassen. Ogre, Entschuldigung, kein Troll. Trolle sind, glaube ich, die Großen. Mach dich bereit, Junge! Macht Flächendamage, ist asozial. Zwei habe ich. Ich glaube, ich werde langsam besser. Ja, beim dritten Versuch ist immer... Ja, da wird es besser. Im dritten Versuch bin ich meistens am besten. Oh, guck mal, hier gibt's eine Kiste. Sexuell. Das heißt... Atreus, komm her! Komm schon. Wenn das diese Schwierigkeit hatte... Dann ist das wahrscheinlich der letzte Apfel. Hoch. Das auf.
Der ist zum Rumtragen. Okay, 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 okay. Wo der hin muss, weiß ich noch nicht. Kommt wahrscheinlich noch. Da ist das L. Das Ganze interessant. Ich hole jetzt einfach mal nicht hier die Gegner aus dem Loch. Hier ist offen, das heißt, ich kann hier hoch und außen rumlaufen. Den Weg schon mal frei machen. Oh Gott. Da muss der Stein hin. Okay, okay. Langsam bildet sich hier das Muster, ja. Nehme ich erst das mal mit. So, Stein. Hallo, Stein. Danke. R habe ich. N und D noch nicht. Ach nee, falsch. Hier muss ich durch. Boah, rennen kann ich auch nicht, ne? Das ist richtig ätzend. Runtergeschleift und hier reinsetzen. Dann ist der Weg aktiviert und wir können weiter um die Insel rennen. Level 6 ist zwar stark, aber anscheinend nicht stark genug. Hier ist C. Dann machen wir hier mal den Checkpoint auf. Hier kommen wir ja rein, ne? Ja, und N fehlt noch. Wo N jetzt ist, müssen wir schauen. Wahrscheinlich ganz oben. Wenn du willst, dann helfe ich mir. Sag es mir einfach.
Okay, jetzt brauche ich den großen Dinger hier. Das ist jetzt ein Eichhörnchen. Oh, what? Oh. Eine legendäre Schuppe. Schon mal nicht schlecht. Was ist hier? Ah ne, das ist die, die ich brauche für drüben. Das ganze Ding durch die Gegend tragen. Nochmal Ausschau halten nach N. Vielleicht hängt das ja hier irgendwo. Vielleicht bin ich schon dran vorbeigelaufen. Tü. Jetzt ist dieses Loch hier gekommen. Das ist ein mega starker Gegner. Ja, das habe ich im Gefühl. Aber wo ist die Rune? Die muss hier irgendwo sein. Höher geht's ja nicht. Wo ist die Rune? Ach, Mann. Ich weiß es nicht. Die Rune, wo ist sie hin? Okay. Ich glaube, wir machen jetzt hier einen Cut. Ich beende hier die Folge. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.